Lausch. Ja, Löwenbauch. Ach, so ein Berglöwe hat doch kein Flausch. So ein Berglöwe gesetzt, sag mal. Ah, ja, ja, das sind die prähistorischen, die seltenen, die warte, seltenen gut. Berglöwe. Achtung, es gibt was zu kommentieren. Das ist Bergetmash, glaube ich. Warte, ich. Das steht ja da, ja. Rassel hingegen SCM. Wahrscheinlich gerade Top 8. Ja. Viertelfinale. Schatten der Nacht gegen Justinius 855. Richtig, ich bin gerade mit sogar einem kleinen Lied hier für Justinius. Überraschend, aber wir sind mal gespannt, was wir erwarten dürfen. Natürlich immer das schöne Black Road. In der Hoffnung, dass die Leute auf die Berge reinfallen. Das DM ist sich da aber ganz tapfer. Das war ein. Ja, es ist halt nicht viel Riss dabei, ne? Auf jeden Fall. Es werden beide von beiden Charakteren, werden wir jetzt ab und zu sehen, ne? Es ist so, diese Charaktere, die haben so ein bisschen so eine Midi-Kante, ne? Vor allem Sephiroth. Insbesondere Sephiroth, aber auch nicht so manchmal Ike. Das wäre da ein Schwert einfach da, die Palette. Ich würde ja mit, glaube ich, mit Fallout versuchen, aber der Abriss ist ein bisschen zu fett. Nimmt sich direkt die Stage. Oh, da war die. Oh, schade. Da muss Justin ein bisschen mehr Geduld haben, wenn er wieder zu uns gestellt wird. Ich merke, er ist sehr stark krass über die ganze Stage, obwohl der relativ fett ist, der Ike. Das soll, glaube ich, auch der Schild, den wir da haben. Den Füßenspot. Starken Spot. Oh, da hat eigentlich Justin gut gewartet auf den Spot Dodge, aber es ist manchmal, selbst wenn du auf den Spot Dodge wartest, ist es nicht immer so einfach, den dann trotzdem zu punishen. Muss halt schon schnell sein. Jetzt ist es genau, das war jetzt bei Mili-Kanten-Moment, ne? Du hast, was ich wirklich so den Advantage aus der Kante holt. Kann man halt machen. Das ist ein bisschen so ein. Oh, das schön war ein schön den Sprung das ist irgendwie so DLC-Pack 2 Feminine gefühlt, so dass du so gut wie jeden Charakter aus DLC-Pack 2 einfach nicht an der Kante halten kannst. Sagt Justin nicht so nervös werden. Ah, sehr schön, schöner Poke. Ah, das. Ja. Da ist er hochgegangen. Gut reingeschmuggelt. Gefährlicher Moment, das kann viel sein. Oh, die Rolle. Oh, schön. Und jetzt wird es schwer. Ich erzähle an der Kante. Sehr gefährlich. Schön. Ich vermute fast, er wollte es parieren, weil er stand da einfach. Ja. Aber manchmal ist. Na, man kriegt ihn oder man kriegt ihn halt nicht. Muss man halt wissen. Genau. Ja, spekulieren. Aber überraschend stark von Justin. Also, was heißt überraschend? Ne? Also, er ist halt der Underdog gerade. So, Seeding-technisch. Deswegen ist er stark gespielt. Wird sich zeigen, ob er das Niveau aufhalten kann oder verbessern kann oder ob SCM jetzt erst richtig loslegt. Gehen auch direkt wieder auf PS2. Heute wird viel Pokémon Stadium gespielt. Hm. Ich habe auch, ich wurde bisher jedes Mal auch gefragt, ob Pokémon gespielt werden möchte. Das ist wohl hier ein großes Thema für diesen Manfred. Das war eine gute Idee tatsächlich von SCM. Die AP da ein bisschen zu contesten mit der eigenen AP, aber leider nicht geklappt und jetzt ist ziemlich viel Schaden daraus entstanden durch diesen Ein- und Advantage. Legitech wird gecovert von großen F-Tilt. Sie klauen und nehmen sich die Stages. Ist gerade hier wieder SCM in der Mitte, aber er sneakt sich einfach durch. Oh, das war gefährlich. Ja, oh, das. Ach, nee, noch gibt's nicht. Aber der nächste AP wird schon gefährlich. Jetzt wieder Versuch, überraschend wieder fair reinzugehen von SM. Schön gewartet von Justin. Ja, gut gespaced. Sehe ich natürlich auch für Ike immer ein bisschen ein Sonderfall, wenn er tatsächlich einen Rage-Vorteil mal nicht hat. Das war gerade sehr schlau, dass Vivia die Dunkelheitsbälle mit der Kante quasi gecancelt hat. Das war sehr schlau für SM. Ich habe es auch noch nicht so oft gesehen. Ja, hat sich
Attack für den Stage erkämpft. Jetzt sogar mit einem guten Vorteil mittlerweile. Sehr stark. Das finde ich bei Sephiroth. Das ist ja so, nicht mal, dass er eine Comeback-Mechanik hat. Er hat sogar eine Anti-Comeback-Mechanik, kann man sagen. Anti-Comeback? Ja. Je besser er performt, leider, desto später kriegt er den Flügel. So. Ja, der Flügel ist natürlich so ein Vorteil, der bei Sephiroth nicht ganz so krass auffällt, wie jetzt, wenn sich bei Joker oder bei Terry was aktiviert. Das vergisst man schnell, aber wenn er das dann hat, da kann er halt gut, deutlich besser edgeguarden, dadurch, dass er einen Sprung mehr hat. Die Arme ist nicht zu unterschätzen, da muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Dann die Geschwindigkeit in Kombination mit dem Extra-Jump ist ja echt mächtig. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Ist denn tatsächlich jetzt wieder sehr... Das war dieser typische Air-Dodge an die Kante wegbouncen. Wo du dann so plötzlich so ganz komisch eine Air-Velocity hast. Bitter. Ja, ist bitter, aber grundsätzlich für SCN noch zu schaffen. Auf jeden Fall. Ist die Ruhe bewahren und langsam den Kill kriegen. Ich schnell würde die abbiegen. Ist es schwierig? Das war aber schwer. Das war tatsächlich gar nicht so unschlau. Oh. Was? Ah ja, das war, glaube ich, gewollt. Das ja. ist. Aber halt einfach seine. Ein bisschen Cheese von diesem Fall. Ja, das. Das war sehr gut in Erdosch abgewartet. Nice, gut gecatcht. Das ist sehr gefällt für SCN. Wird lange an der Kante gehalten, kämpft sich zurück. Becker kommt rein. Wieder Stage-Vorteil für. Justin. Das wird hart. Gut drei geschmuggelt hier. Oh, jetzt kommen wieder die Eye-Kombos. Das Als kill. Ob. Ja. Bitter dann. Für Justin, aber gut, guter Confirm. Daran merkt man halt, wie leicht sie ist. Der sieht halt so groß aus, aber halt. Ist echt so auf der Klasse wie schief und so weiter. Ja, und da merkt man auch, wie gefährlich so ein Advantage von STN ist. Also er hat, also den Advantage bekommen hat, war Justin gerade mal so bei ein bisschen mehr als 0%. Und dann waren es so kleine Interaktionen, die STN aber durchgehend gewonnen hat. Und dann diese Back-Air bei 70. Krass, ja. Das passiert dann. Wir haben scheinbar Best of 5, was ich glaube 8 ist. Das heißt, Justin hat es nochmal eine Chance, darf sich jetzt natürlich nicht unterkriegen lassen, davon, dass er quasi diese tolle Möglichkeit nicht bekommen hat. Da steht 1-1. Das kann auch gar nicht sein. Das ist falsch halt. Oder? Ich bin doch nicht dumm. Noch richtig. Bin ich verwehrt. Manchmal vertraut man sich selber nicht, obwohl man Sachen gesehen hat. Naja, ich glaube eigentlich, dass es. Sehr evenisch, viel Midrange gepokelt gerade. Auf Range natürlich sofort immer ein kleines Upperhand. Aber auf Midrange ist so dann da immer. Ach was. Der Dash Attack nicht ganz optimal die Alt, aber trotzdem fast gefühlt gekillt hat. Ich ist sehr bald beeindruckend, wie sehr sie teilweise sehr ruhig sie die Offensive teilweise gestalten, dass sie einfach halt warten und dann halt die Gegner die erlauben, eigentlich schneller zu machen. Stimmt. Estelle ist tatsächlich sehr gefährlich mit der Range. Range. Das ist jetzt wieder so, das ja. Das war's. Das ist genauso, was ich befürchtet habe. So mit 140% dann so ein Confirm zu bekommen, dass Sephiroth einfach zu leicht wäre. Das ist natürlich jetzt
wird sehr schwierig, jetzt mit Justin das nochmal aufzuholen. Ist, glaube ich, jetzt auch ein bisschen mentaler Schaden, der entsteht. Und das? Hat aber gut den Down-D gefunden. Ja, da wollte SDN halt einfach den Finisher haben und Justin hat einfach einen Nein gegeben. Ja, so, das ist so. Also, da. Dash Attack. Ist jetzt genau, ist wieder sehr gefährlich. Er hat es wieder versucht mit der Armor durch die Affe zu schlagen. Oh. Und das geht sauber. Killt tatsächlich schon. Respekt. Also jetzt ja gerade noch. Ah, es wurde korrigiert auch noch. Diesmal mit einem Two-Stock. Als SDM da